Ich glaube, es würde dir besser gehen, wenn du mir erzählst, was los ist. Du kannst dich doch nicht den ganzen Tag lang verstecken. Aber mir gefällt das hier. Komm her, mein Schatz. Na komm. Ich wollte Mathildes Pulli nicht kaputt machen. Es war doch nicht mit Absicht. Ich will nicht ins Gefängnis. Aber Leo, wovon redest du denn da? Mathilde hat Albert hierher gebracht, damit er mich verhaftet. Eigentlich haben wir Albert zum Kuchenessen eingeladen. Und bei Mathilde könntest du dich vielleicht einfach entschuldigen. Was meinst du, gehen wir zu ihr? Ja. Mathilde, es tut mir leid, dass ich dein Pulli kaputt gemacht habe. Komm ich jetzt ins Gefängnis? Hä? Ein kleiner und so ehrlicher Mäuserich wie du gehört doch nicht ins Gefängnis. Also das ist doch Unsinn. Oh, kleiner Leo, erstmal hast du es nicht mit Absicht gemacht. Und dann muss ich dir auch noch danken, denn du hast mir einen Gefallen getan. Hä? Ja, ich hatte nämlich schon vor, den Pulli wieder aufzumachen, um aus der Wolle etwas Neues zu stricken. Wirklich? Siehst du, Leo, wenn dir aus Versehen ein kleines Missgeschick passiert, ist es immer besser, einfach davon zu erzählen. Denn meistens ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt. Stimmt! Und es wäre auch echt blöd, immer hinter dem Bett zu liegen.